startet die Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft. Und welchen besseren Gast gibt es da als den Otto Konrad? Er ist hier heute mit seiner Frau und ich werde sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Und danach habe ich noch den Frankie Schinkels bei mir. Auch hier geht es natürlich über Europameisterschaft, ein bisschen über seine Tätigkeiten auf Social Media und über den Edi wird kurz gesprochen. Aber unbedingt dann heute Fußballspiel Italien gegen Türkei anschauen, hier bei Ö24 TV. Viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Und wer nicht geglaubt hat, dass ich noch eins draufsetzen kann, jetzt habe ich Fußballlegende mit Ehefrau hier. Jetzt machen wir gleich das Paar von Fußballlegende. Freut mich, dass du wieder da bist. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich weiß, für dich ist es so das erste Mal jetzt im Fernsehen. Ja. Nicht aufgeregt sein, alles gut. Reden wir mal ein bisschen über dich, über die Legende, weil das bist du ja. Auch wenn du immer ein bisschen dein Licht unter den Scheffel stellst, aber du hast ja wirklich Riesiges geleistet und bist ja eigentlich in die Fußballgeschichte auch eingegangen für in den wichtigsten Momenten Elfmeter halten und dann selber noch Elfmeter umwandeln als Tormann und dann die Ente retten. Und die Ente retten, ja. Naja, sagen wir so, für diejenigen, die es gut mit mir meinen, sprechen mich jetzt so an, wie du das jetzt gemacht hast, und diejenigen, die sagen, das mit nicht gut mit mir meinen, sagen, was wüssten, das war im letzten Jahrtausend, und ich muss sagen, er hat recht. Es war eine besondere Zeit, muss ich wirklich sagen, etwas erleben dürfen, was wahrscheinlich viele in dieser Form nicht erleben konnten. Aber trotzdem sage ich, es hat den Fußball, den Sport gegeben, aber es gibt auch ein Leben danach. Mhm. Und nachdem ich mich entschlossen habe, also jetzt nicht wirklich eine große Trainerkarriere einzuschlagen, ich habe dann noch zwei Tormann-Trainer vom Nationalteam, das hat alles super gepasst, aber die entscheidende Frage, die ich mir gestellt habe, möchte ich Wochenende für Wochenende nicht zu Hause sein, die haben wir beide gemeinsam eigentlich beantwortet, und wir genießen jetzt da schon auch des Öfteren sehr nette Wochenende, und das ist im Vordergrund. Das glaube ich, ja. Was machst du jetzt noch? Sport wirst du ja nie aufgeben. Naja, schon gar nicht, ne? Selbst natürlich schon. Also da hat es mich aber jetzt in Richtung Eishockey verschlagen. Ich schon, seitdem ich wieder nach Salzburg gekommen bin. Also ist auch schon wieder, ja, das sind schon fast wieder 15 Jahre. Okay. Und seitdem spiele ich Eishockey, auch über einen Spielerpass beim österreichischen Eishockeyverband. Wow, okay. Und das ist so richtig die sportliche Herausforderung. Da mache ich ab und zu mal einen Triathlon, das ist allerdings jetzt schon 3 Jahre her. Also ich versuche mich fit zu halten, ohne jetzt das Gefühl zu geben, ich bin irgendwo in der Mittellaufkreis und ich muss jetzt irgendjemandem noch was beweisen. Ja. Ja. Das mache ich lieber auf anderen Ebenen, beruflich. Und damit kann man sehr gut leben, würde ich mal sagen. Also Spitzensportler, einmal Spitzensportler, immer Spitzensportler. Wie ist das? Bist du selber auch sehr aktiv, dass du da jetzt sagst, okay, wir machen das? Oder? Aktiv schon, sportlich natürlich auch. Ja. Nicht im Spitzensport, aber wir machen schon sehr viel Sport zusammen. Wir laufen viel, wir gehen regelmäßig Golf spielen. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich ein bisschen einen Spitzensportler zu Hause habe, der mich da motiviert natürlich und sagt, na jetzt komm, jetzt machen wir was, und das passt. Ja. Also da ergänzen wir uns, glaube ich, schon sehr gut, das passt. Perfekt. Ja? Ja. Okay. Und was macht ihr sonst gerne, außer jetzt herumsporteln? Nein, was machen wir sonst? Wir sind beide berufstätig. Ja. Ich bin selbstständig, habe Projekte, die ich abarbeiten muss in verschiedensten. Ab und zu bin ich auch einmal bei den Medien eingeladen, so wie jetzt. Jetzt kommt die Europameisterschaft, da bin ich etwas mehr beschäftigt dazu. Ja, und meine Frau ist auch ziemlich eingedeckt, aber das sollst du dann selber sagen. Ja. Also ich bin im Regierungsbüro tätig, Land Salzburg, als Assistentin beim Landesrat Stefan Schnell. Und da ist immer viel zu tun natürlich. Ich habe auch mit sehr vielen Leuten, Persönlichkeiten natürlich auch zu tun, ist auch sehr spannend. Aber da ergänzen wir uns wirklich sehr gut.
Weil dann geht manchmal das, also wenn wir uns jetzt dann im Privaten treffen und die dann manchmal auch im Beruflichen wieder sehe, ist auch ganz angenehm. Das glaube ich dir, ja. Ja, da braucht man das Wochenende natürlich dann, wenn man die Woche, also unter der Woche eigentlich relativ ausgebucht ist. Und deswegen ist ein Wochenende natürlich schon ganz was Besonderes. Sollte was Besonderes sein. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja, ich sage immer Legende, er will es glaube ich nicht unbedingt, obwohl ich glaube, es taugt ihm schon, wenn ich Legende sage. Und man erkennt ihn ja auch, er hat sich ja nicht wirklich viel verändert. Nein, nicht wirklich, man erkennt dich schon. Und wie lebt sich's mit jemandem? Er wird ja sicher uroft auf der Straße angesprochen. Oder? Ja, also. Naja, also grundsätzlich muss ich sagen, das war ja vor meiner Zeit, da war er ja noch nicht an seiner Seite. Ja. Und das ist natürlich auch schön, wenn er noch immer wieder auf seine sportlichen Erfolge angesprochen wird und dass man ihn dann nicht vergessen hat und dass die Zeit da sehr schön war. Und da darf ich dann ein bisschen natürlich das auch miterleben und nee, mitnaschen nicht, aber ich kriege es dann schon mit, ja, ich bin natürlich auch stolz, als, dass er mein Ehemann ist und natürlich auch als Familienvater, keine Frage. Genau. Aber und das war vor meiner Zeit. Wie habt ihr euch kennengelernt, wenn ich fragen darf? Ja, beruflich. Ich habe einfach einen Termin gebraucht in Graz unten in unserer Heimat. Okay. Und über diesen Kontakt haben wir uns eigentlich kennengelernt. Dann ist eigentlich relativ lange Sendepause gewesen. Aber Entschuldigung, darf ich sagen, ich war beim Empfang. Also es war ein internationaler Konzert und ich war beim Empfang. Das heißt, er hat sich ja bei mir anmelden müssen und das war der erste Kontakt zwischen uns. Und na, ich habe mir gedacht, aha, da, er hat sich ja vorgestellt. Aha, so schaut er jetzt aus, der Otto Kammer. Ne? Aber das war eben das erste Zusammentreffen, würde ich jetzt einmal sagen. Und war da schon ein bisschen so, hast du schon gedacht, schaut schon nett aus? Ehrlich. Ehrlich. Achso, genau, das dann auch gemacht. Gefallen hast du mir schon, logisch, aber es ist natürlich, wenn man jetzt in der Arbeit drinnen ist, hat man ja nicht solche Gedanken oder sollte man nicht solche Gedanken haben. Und nein, das war ganz auf beruflicher Ebene. Und übrigens waren wir beide in einer Beziehung, das muss man auch mal zusagen. Was ich noch sagen wollte, dann ist also wirklich ein relativ langer Zeitraum vergangen. Und als wir uns dann wieder gesehen haben, das ist so richtig der Klassiker, man trifft sich nach längerer Zeit. Du entschuldige, ich kenne dich, weißt du nicht die Geschichte? Wow. Beim Billa, also ich bin nachher von Salzburg kurzfristig nach Graz gezogen. Ja. Und genau beim Billa dort fahre ich mit dem Einkaufswagen, auf einmal kommt sie mir entgegen. Ne? Und wer hat wen angesprochen? Und da muss ich natürlich sagen, also da war ich schon in Trennung. Okay. Und naja, wir haben uns gegenseitig zuerst einmal angeschaut und dann gesagt... Was machst denn du da? Genau. Wir haben gesagt, was machst du da, ohne es auszusprechen. Okay. Und dann hat sich das eigentlich erst eigentlich ergeben, kann man sagen, ja. Ja, wenn es sein soll, soll es sein. Also da, Schicksal. Ja, ist egal, wo man ist, man findet wieder zusammen. Ich weiß da ein Lied davon zu singen. Ja. Hey, finde ich super. Also für dich ist das einfach, bist du zu Hause, jetzt bist du schon länger in Salzburg. Sind die Salzburger schon sehr stolz, dass du da bist? Was heißt stolz? Es gibt eine gewisse Gruppe oder Schicht, wie man immer das sagt, die das miterlebt haben. Mhm. Die Situation mit Internet erleichtert natürlich viel an Aufklärung. Mhm. Wer ist das eigentlich? Also das ist ja auch so ein Teil, was ich jetzt sage, man tut sich leichter, etwas zu erklären. Ja. Mit wem hast du gerade, wenn also ein kleiner Noppel da jetzt da mit mir Fußball spielt oder sonst irgendetwas und der Papa sagt, da haben sage ich dann nachher genau, wer das ist, dann kann der schon damit umgehen. Ja, ne? Was mir persönlich oder was uns persönlich schon extrem auffällt, das ist, wir sind ja beide aus Graz. Mhm. Und sind auch relativ oft in Graz unten. Und es ist immer die Frage der Herzlichkeit, wie man auf sowas von damals angesprochen wird. Mhm. Und das ist wirklich teilweise total unterschiedlich. Ich habe ja 10 Jahre lang bei Sturm Graz gespielt, das darf man nicht vergessen. Ja. Und dadurch muss ich sagen, es passiert uns auch in Wien immer wieder, dass ich darauf angesprochen werde. Liegt vielleicht doch ein bisschen daran, dass ich mich nicht gar so verändert habe. Eben, sag ich. Das mag vielleicht sein. Nein, aber es ist... Ist okay. Ja, na super. Schimpft ihre Nehmer, muss ich sagen. Das ist Gott sei Dank. Das mache ich dann zu Hause. Genau, ab und zu. Ja
Du hast immer aber schon, also eben vorher vom Fußball und so, warst du Fußball begeistert vorher oder eher weniger? Oder? Ja, schon, aber ich würde jetzt eher sagen, im Normalbereich wichtige Spiele oder interessante Spiele habe ich schon gesehen und ich habe ihn natürlich auch gekannt, keine Frage. Er war ja ständig in den Medien, Otto Konrad hat man gekannt. Aber das war, ich war damals auch ein sehr junges Mädchen, er war da einfach für mich viel zu weit weg. Ja, stimmt. Ja, also das, man schaut sich es gerne an, aber ist dann irgendwie... Ja, aber... Fan bin ich erst jetzt geworden. Also ich bin jetzt ganz Größte, ehrlich. Gell? Ja, früher, war anders. Andere Zeit und man ist in einem anderen Lebensabschnitt. Ja, genau. Da ist man einfach woanders drin. Ja, stimmt. Ja. Du hast ja kurze Abstecher auch in die Politik gemacht, gell? Ja, das war, wirklich total interessant. Es war eine extrem außergewöhnliche Situation oder Konstellation. Mhm. Wir sind ja in der letzten Periode mit ÖVP Grün und dem Team Stronach, wo ich dabei war, in die Koalition gegangen. Und relativ schnell bin ich dann drauf gekommen, dass ich also vom eigenen Clubobmann angelogen wurde. Und dann habe ich relativ schnell meine Konsequenzen gezogen und habe dem Landeshauptmann Haslauer gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre sofort auf, dann kommt halt die nächstgereihte dran, oder aber er hat eine andere Lösung. Und da muss man wissen, dass damals schon also eine sehr gespannte Stimmung zwischen ÖVP und Team Stronach war, weil einfach die handelnden Personen, also im Speziellen unser Clubobmann, out of order war. Also der hat seine eigene Suppe gekocht und dann hat der liebe Landeshauptmann darüber nachgedacht, über die Nacht, und hat gesagt, Otto, wenn du kommst, hätten wir genau die Mehrheit im Landtag und könnten dann eigentlich mit Grün und ÖVP und mit mir, als nicht als Wilden, als freien Abgeordneten, haben wir die Mehrheit, aber du darfst halt nicht krank werden. Ne? Worauf er mich nachher gebeten hat, oder gesagt hat, ja, es war besser optisch für die Öffentlichkeit, dass ich der ÖVP beitreten sollte, worauf ich gesagt habe, bitte, ich war bei der Verhandlung Koalitionsabkommen dabei, habe das mitverhandelt und solange dort jetzt da nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, gibt es meinen Handschlag dazu, dass ich das weiter unterstütze. Er hat gesagt, naja, aber wenn du jetzt einmal schlecht schlafst und dann sagst, du hast das anders überlegt, dann habe ich ein Problem. Aber ich habe gesagt, ich habe jemandem eine Hand gegeben und da weiß ich zumindest, also wenn man mir die Hand gibt, dann weiß er, was er dafür bekommt. Und es hat wirklich hervorragend funktioniert. Und darum sage ich, war es außergewöhnlich. Also er war als freier Abgeordneter derjenige, der eine Regierung unterstützt hat und die zur Mehrheit verholfen hat. Und das, was ich dort gelernt habe, muss ich ehrlich sagen, überwiegend positiv. Im Nachgang, wobei eins sagen möchte, in der jetzigen Zeit möchte ich das, diese Verantwortung nicht tragen müssen. Also Hut ab für alle, die da draußen jetzt da stehen und hier die Verantwortung übernehmen. Ja. Wie schaut die Zukunft für dich aus? Bleibst du weiter so oder denkst vielleicht in deine Politik? Diese Erfahrung habe ich gemacht. Okay. Ich glaube nicht, dass das jetzt so gut wäre, weil sonst hupft man von einem zum anderen. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ich habe meine politische Einstellung, die ist, ich sage mal, auf der einen Seite leistungsorientiert, aber sehr sozial. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Gibt es klare Abgrenzungen. Und wenn ich jetzt sage, so lange habe ich eh nicht mehr bis zur Pension. Na ja. Na, dann muss es anders sein. Dann sage ich noch. Ich nenne dich schon Legende, gell? Legende klingt schon so irgendwie tot, ne? Nein, das passt. So wie es aktuell ist, passt es sehr gut. Okay. Du, ich sage danke fürs Kommen. Ihr seid wirklich ein Traum-Ehepaar. War wirklich Spaß, mit euch zu reden. Ich gehe kurz in die Pause und bin gleich wieder da. So, ich bin wieder zurück und ich habe mir den Frenkel kurz geschnappt. Wir müssen uns ja vorbereiten auf die Euro jetzt, da wir ja alles übertragen. Viele Spiele live nur bei uns auf Ö24TV. Aber eins wird schon, und das hat jetzt alles irgendwie umgeschmissen, ist mit dem Edi, gell? Dass der jetzt da leider... Entschuldigung, wir müssen noch einmal starten, wir haben die falsche Bauchbinde drinnen, weil
Ach so. Verheiratet mit einer Fußballlegende. Also, die Bauchbinde. Ja, ich glaube, aber er auch. Verheiratet mit einer Fußballlegende. Da ruft euch dann der Wolfgang direkt an. Gell? Euch alle. Ich muss sie schnell umschreiben. Ja. Ja, wäre lustig gewesen, oder? Das hätte sicher für Aufmerksamkeit im Netz gesorgt. Ehrlich hätten wir es lassen sollen, wären Klicks gewesen. Du, da. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da waren wir in Deutschland auch im Fernsehen drin. Pro 7. Ja, ich glaube auch. Eigentlich? Probieren wir es. Weil so Scherze sollten wir uns eh machen. Scherz. Ich bin gespannt, was seine schreiben. Na ja. Aber das ist schön. Ist schön, ja. Fährt mir gut. Ja. Ich möchte jetzt dann nur, jetzt machen wir dann eine Sommerpause und dann ab Herbst machen wir es neu, dann machen wir wieder alles ein bisschen neu, eben den Slogan und das Ganze. Und da möchte ich dann Vorhänge haben. Okay. So dass man es nur ein bisschen durchsieht, aber es ein bisschen noch wohnzimmerartiger wird. Mhm. Ich glaube, das. Was ist denn mit den Blumen? So hat eine Kollegin jetzt, ihre Tante macht das. Das sind Seifen. Das liebe wirklich. Das ist ein Wahnsinn, gell? Ja. Ja, manche sind Zauberer. Ja, ja, ja. Und ich unterstütze sowas gerne. Ich habe gesagt, hey, bitte stell es her, wir stellen es dann nachher im Fernsehen, im Abspann und online. Ja. Und dann verlosen wir die auch. Also. Das ist ja der Sinn der Sendung, dass wir ein bisschen was sicher. Leuten eine Plattform geben, dass sie ein bisschen rauskommen. Und ja, die Themen sind auch gut. Ja, danke. Wenn du irgendwas weißt, irgendwelche guten Leute, die kommen wollen, immer gerne. Ja. Also. Ich bin wieder zurück aus der Pause und habe mir jetzt den Frankie dazu geholt. Du, Frankie, wir sind ja eigentlich auch schon im Eurofieber und bereiten uns vor, weil wir tun ja alles übertragen auf Ö24TV, haben einige Live-Spieler exklusiv. Einiges hat sich aber jetzt geändert durch den Edi, dass er jetzt nicht da ist. Also, ja, schwer, gell? Ja, sehr schwer, weil erstens war der Edi mittlerweile durch sein Frühstücks Präsenz schon bei all unseren Zusehern ein Begriff. Er ist natürlich eine Legende, 72 Jahre ja. Sportkommentator. Sein Vater war ein riesen Nummer ja. In der Sport. Dass er jetzt von uns gegangen ist, ist ein Schock für alle. Und natürlich, weil er sich auch so gefreut hätte, wie ein kleines Kind. Ja, ja, ja. Auf diese Europameisterschaft. Ja. Und wir haben so viele Vorbesprechungen gehabt und so viele Ideen. Mhm. Weil der Edi war nicht einfach einer, der setzt sich hin und lässt es auf sie zukommen. Ja. Der will mitmachen, ja, der will ja. Die Leute vor die Bildschirme natürlich auch was bieten. Und wie gesagt, für diese Sender, das war auch mittlerweile sein Sender, ja. Das OE24. Und deswegen ja, wird es für uns schon eine Europameisterschaft sein mit vielen Gedanke auch um einen Eddie. Ja, genau. Und ihr zwei wart ja für mich immer sowieso irgendwie so dieses Duo, das einfach Spaß reingebracht hat in jede Situation, auch wenn es einmal ein fades Spiel war, euch zuzuhören, war trotzdem einfach genial. Ja, ein Riesenvorteil, Tamara, bei unserem Sender ist, wir dürfen ja was sagen. Ja. Wir haben nicht den Floß über den Mund, wir dürfen was sagen. Ja. Es muss natürlich respektvoll bleiben ja. Und sachlich. Und das haben wir immer gemacht. Und Eddie habe ich jetzt auch die letzten 2,5 Jahre viel, viel besser, näher kennengelernt. Mhm. Wir haben viele Gespräche gehabt. Und wenn du einmal redest mit jemand über familiäre Probleme oder wie geht es dir gesundheitlich, das, dann entsteht ein bisschen eine Freundschaft. Und wir haben so richtige OE24 Freundschaft gehabt. Mhm. Die haben wir gelebt und für mich war es deswegen auch ein großer Schock. Ja. Und bin auch sehr traurig, auch für seine Kinder, für seine Lebensgefährtin und Frau und alles. Ja, sowas miterleben. Ja, es wird sicher ein bisschen ein Schatten über ja. Der Euro bei uns hier im Haus auf jeden Fall stehen. Aber ich glaube, wie der Polster, der Toni hat das heute mal gesagt zu uns, dass er eben eh runterschauen wird. Und der
Ich glaube, er wird uns guiden, glaube ich, von oben. Und uns. Dass, wenn man sowas weiß, dass das als gläubiger Mensch, glaube ich, auch an das weitere Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er schaut, dass es uns nicht schlechter geht. Mhm. So, wechseln wir das Thema. Ja. Sonst fange ich nur zum Weinen an. Du, deine Wutrede aus dem Schweizer Haus, also über Schweizer Haus, dieses Thema. Was ist da in dich gefahren? Ja, das muss ich auch da mal richtig erklären. Ja. Erstens habe ich sage mal, als einer Glas zu viel gehabt. Das ist einmal Fakt. Na, das ist einmal Fakt. Warum? Wir sind um 7 in der Früh von St. Pölten in Schweiz ausgefahren mit einem Rad. Mit 7 Radfahrern. Okay. Sind doch gesamt 100 Kilometer. Ja. Dann ist man angekommen nach etlichen Stunden, müde. Dann hat man ein Bierlein, hat man einen Stelzen. Ja. Und dann haben wir, Anne hat mitgehabt, einen iPad. Und wir haben sie das Spiel von unserer, wir kommen alle aus St. Pölten, Verein ja. SK1 St. Pölten, mhm. angeschaut. Ja. Und wir haben 1-0, 2-0, 3-0 und dann auch das 4-0 erlebt, live, mit einem Spritzer oder einem Bier. Ja. Und dann ist bei mir der Galle hochgekommen und der Wut war sehr groß, weil ich, und das sage ich jetzt komplett, ich sage mal frisch, zu dieser Aussage stehe ich. Ja, ich hätte es nicht so, vielleicht nicht so einer schreien müssen. Ja. Aber zu dieser Aussage stehe ich, das ist meine Meinung. Es sind gewisse Leute bei diesem Fußballclub, die haben diesen Verein an die Wand gefahren. Mhm. Und den Sprichwort, was ich in Österreich gelernt habe, der Fisch fängt beim Kopf an zum Stinken, mhm. das stimmt über diesen Fußballverein. Und ich hoffe, dass die wirklich sich den Hut nehmen, sie über die Häuser hauen, das betone ich schon. Weil wir brauchen natürlich für unsere Jugend in St. Pölten einen Verein mit Herzblut. Mhm. Du brauchst Leute, auch bei uns in der OE24-Familie, die sie identifizieren damit, die sie wirklich das Leben mit Leidenschaft. Mhm. Und die haben wir bei diesem Fußballclub nicht. Das ist der Grund, warum ich das gesagt habe. Aber ich habe, glaube ich, über 500.000 Klicks. So, ja, viele wollten sich das doch anschauen, ja, weil ja. die gedacht haben, was redet der da? Ja, ja, ja. Okay, also. Ja, aber du weißt ja, ich bin selber aus St. Pölten, gell? Ja, und ja, ja. VSE St. Pölten damals noch, also St. Pölten war ja stolz drauf. Wir hatten Mario Kempes, der gespielt hat, wo ich dann auch oft noch nach der Schule oft beim Trainieren zuschauen habe können. Also, das glaube ich jetzt schon, weil Erfolge sind ja schon lange jetzt nicht mehr in St. Pölten wirklich. Und ich habe auch eine wunderschöne VSE-Zeit gehabt, viereinhalb Jahre. Ja, ja, ich bin sogar in die Nationalmannschaft gekommen über VSE. Ja. Ich habe da meine Zwillinge auf die Welt bringen können. Ja, ja. Leider, meine erste Frau ist natürlich damals verstorben auch. Ich bin wohnhaft in St. Pölten seit 90, mhm. bin 58, so ich wohne schon seit 31 ja, Jahren. Ja. Aber du wirst es nicht wahrhaben, dass manche Leute ohne Herzblut bei der Sache sind. Mhm. Und genau das ist, was du gesagt hast. Wir sind ein kleiner Bauernverein gewesen. Gewiss. Mittlerweile ist St. Pölten ein bisschen Stadt im Wachsen, ja. immer noch. Ja. Und deswegen, da gehört dazu ein mhm. Bundesliga-Verein. Und deswegen immer noch die gesunde Wut ja, ja, ja. über diese Leute, die das verbrast haben. Ja, ja. ja, manchmal ist es ja auch gut, ihnen aufzuzeigen, was wirklich irgendwie Sache ist. Und wenn du so viele Klicks hattest, war es ja wahrscheinlich auch nicht nur die Meinung von dir, sondern wahrscheinlich auch von vielen. Genau, und da ich meine Meinung habe, das ist bei uns so, auch bei unserer Zeitung, dann hast du Pro und Contra. Mhm. Mit das kann ich gut leben. Mit das kann ich sehr gut leben. Ich will nicht jeder nach dem Mund reden. Mhm. Ich bin auch auf Deutsch gesagt kein Arschgröller. Ja. Deswegen sage ich meine Meinung. Okay, Wahnsinn. Ich bin nur immer ein bisschen benommen, dass du von St. Pölten nach Wien mit dem Rad gefahren bist. Das ja, ist ja, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist eine Challenge, die man sich stellt. Wir haben so viel Spaß miteinander. Und dann natürlich die Belohnung. Ja. Hat man dann auch gesehen im Video. Ist ein paar alkoholische Getränke und ein Stelzen. Ist eine Pflicht damit. Okay. Und waren es nur Männer oder waren Frauen auch dabei? Nur Männer. Nur Männer. Okay. Eine berühmte Männerrunde. Ja? Alle von St. Pölten früher gespielt? Ja, Sportler, Sponsoren, ja. einfach okay. Sportfans, die sich gern bewegen auch. Dafür geht meine Frau mit ihrer Dame runter Skifahren. Ja, ja, aber gleich drei Tage. So. Naja, Skifahren ist eben. Ja, okay, ja. War der Michi Pahl auch mit? Nein, Michi nicht. Der wohnt aber noch in St. Pölten, gell? Der wohnt noch, aber der Michi Pahl, der darf nicht mit, weil der, so wie schnell wie er rallen, tut er schwimmen. Das ist ein Triathlet, der ist zu viel Sportler für uns mittlerweile. Okay,
Die Euro kommt jetzt, da gibt es irgendwelche Highlights, auf was dich du schon freust? Und weißt du schon, wo du, welche Spiele du kommentieren wirst bei uns? Tamara, ich bin jeden Tag bin ich eingeteilt für auf die Abendsendung. Ja, ja, freue ich mich, 17. Juni. Was ist 17. Juni? Außer, dass mein Schwiegervater einen 80 gefeiert auf den Tag. Ist auf Nacht für mich der sportliche Feier. Österreich-Holland. Oh, ja, Österreich, ja, ja, ja. Gegen die Niederländer, so wie ja. auch trotzdem viele sagen, ich sage immer Holland, mein Geburtsland, ja. gegen mein Land, wo ich jetzt mich unheimlich ja. wohlfühle, wo auch meine Kinder geboren sind, ja. wo meine Enkel geboren sind, wo ich mich einfach sehr wohlfühle. Und ich drücke Österreich die Daumen, okay. weil ah. wie weiter Österreich kommt, ja. desto mehr Spannung haben wir beim Sender, logisch. Okay. Also du hoffst auf... Wer glaubst du gewinnt? Ganz ehrlich, Österreich oder wenn Niederlande? Ich, von der Papierform her ist Holland ja. immer Favorit. Ja. Aber was ist Papier? Papier ist geduldig, habe ich auch wieder was gelernt. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Das, ja. Da könnte viele könnte damit leben. Sein. Ja, ja, ja. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also die Gruppe wird sowieso spannend, wie weit Österreich kommt. Ja. Ja, auf jeden Fall kann man das alles sehen bei Ö24TV. Wir haben alle Spiele, wir haben super Kommentatoren. Du bist dabei, wer ist der Toni? Toni Polster, schmäh ich immer. Ja. Hans Krankel, der graue Eminenz, Torjäger. Deutscher König, Robert ja. Seger. Ah, das, ja, genau. Wir haben natürlich Bischek. Von genau. Bischek. So, wir haben schon, behaupte ich einmal, ohne arrogant zu sein, ein großes Fußball-Know-how in die Gruppe. Alex Knause, genau. der Austria-Radio-Moderator, genau. super macht er das. So, wir haben, und unsere Sportredaktion, ja. da sind alle ja. beteiligt. Aber das ist eigentlich zu viel. Ja, es ist nie zu viel bei was Gutem, so, oder? Und es wird auch ein In-Memoriam geben vor dem Anpfiff, ja. vor dem ersten Spiel für unseren lieben Freund Edi Finger Junior. Ja. Wir würden sagen, auf jeden Fall einschalten. Ab 11.06. beginnt es offiziell, aber eben auch schon viel davor Countdown-Inhalte über DEM. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.